Er prägt seit, ja, kann man sagen, 20 Jahre die hessische Landespolitik. Er hat Abitur gemacht und wollte eigentlich was ganz anderes tun. Er ist von Beruf Fleischermeister und jetzt ist er Finanzminister und ist für uns alle zuständig. Ich freue mich, dass er heute hier ist. Unser hessischer Finanzminister Michael Boddenberg. Ja, ich glaube, so besonders mutig war das nicht. Ich finde, dass man nicht nur in der Politik, sondern auch als Unternehmer, meine Frau und ich sind immer noch selbstständig. Neben der Politik hatte ich also immer noch auch so eine Art Basis zu Hause. Einfach versuchen sollte, seine Überzeugungen umzusetzen. Das wird eher bei der Eintracht erleben. Wenn man da mal eine Entscheidung getroffen hat, sollte man erstmal bei ihr bleiben, bis dass es gute Gründe gibt, sie vielleicht zu verändern. Ich fand, beim Frankfurter Flughafen ging es um so viel. Und Entschuldigung, ich bin ein Fußballfan seit klein auf gewesen. Ursprünglich mal als Rheinländer natürlich FC-Fan in Köln. Ich habe geheult, wenn die verloren haben. Und hat man irgendwann ein Kinderbuch über einen Fußballer, der Nationalspieler wurde, gelesen. Der spielte in diesem Buch bei Kickers Offenbach. Dieter Müller. Denen vergesse ich natürlich bis heute nie. Die haben irgendwann mal den FC geschlagen im DFB-Pokal. Anno Tubak. Und deswegen hatte ich von vornherein, so seit Kindheit, wusste ich jedenfalls, dass es Offenbach gibt. Das gilt ja für einen Rheinländer vielleicht schon als besondere Ortskenntnis aus der Ferne. Das gibt's auch. Dazu gibt's auch einen ganz netten Witz, finde ich. Aber zu meiner Mutter zurück, die lebt immer noch im Rheinland. Und die hat wirklich nach 4, 5 Wochen bei einem Telefonat gefragt, Jung, wie geht's dann? Und ich habe gesagt, ja, Ei, ganz gut. Und das Ei hat schon ausgereicht. Da hat sie gesagt, Mensch, Jung, du sprichst ja hessisch. Ja. Das wurde also dann nicht besser. Und ich glaube, es ist ja auch in Ordnung. Ich kann auch das andere noch, aber mittlerweile habe ich mich hier so weit akklimatisiert nach 36 Jahren. Ich war ja schon mal Kabinettsmitglied und ich werde einen Abend nicht vergessen. Ich hatte die Koordination der Unionsseite im Bundesrat seinerzeit in Berlin zu verantworten. In der früheren Wirtschafts- und Finanzkrise war das sehr spannend. Und dann gab es immer die berühmte Merkel-Runde. Und da ist mir mal so ein richtig kräftiges Scheißdreck rausgerutscht. Und sie guckte mich ganz konsterniert an und ich habe mich entschuldigt und gesagt, Schlachthof Typquartiere. Und das wusste sie, dass ich da mal aufgewachsen bin. Also insofern hat man ganz viel Verständnis, auch mal für eine etwas robustere Sprache. Aber vor allen Dingen auch mit dem vielleicht authentischen Hintergrund, dass man beispielsweise als Finanzminister weiß, wie hart Steuern, die gezahlt werden, am Ende vorher verdient werden müssen. Ich habe mit Karneval in Köln viel zu tun gehabt. Da heißt das Karneval nicht Fasernacht, weil ich in einer Band gespielt habe damals im Rheinland und insofern auch hin und wieder auf der Bühne im Karneval musiziert habe. Und ja, ich mag den Kölner Humor weiterhin. Ich mag auch, wie Köln mit Düsseldorf so sich auseinandersetzt. Das ist ähnlich Frankfurt-Offenbach. Ja, und insofern war es vielleicht kein Zufall, weil irgendjemand hat gehört, dass ich einen rheinischen Dialekt doch noch nicht ganz abgelegt habe und hat mich dann angesprochen, ob ich das machen wollte.